Hallo zusammen. Was haben wir denn jetzt? Den 27. Juli, ziemlich früh am Morgen wieder. Die Fed ist rum. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es machen. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich sehe da auch keine Notwendigkeit, aber die wissen es bestimmt besser. Gut, ein Viertel hoch. Jetzt wird schon wieder der Zinspeak gespielt. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Ich glaube noch nicht, dass es fertig ist mit dem Zinspeak. Wir haben heute die EZB, da gilt wohl als ausgemacht, dass das wieder ein Viertelprozent sein wird. Dann schauen wir uns das mal an. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die ich seit Dekaden kenne, die wirklich, also echt gute Marktkenner sind. Der Tenor ist der gleiche. Die Bücher sind leer. Soll sagen, es gibt wenig Orders auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite. Ist einfach zu wenig drin. Insgesamt sprechen die von der Enthaltsamkeit. Das sind Leute, also es sind entweder professionelle Trader oder Endanleger, sprich so Vermögensverwaltungen oder auch Fonds. Die handeln nur einen Bruchteil dessen, was sie sonst handeln. Das sehe ich bei mir auch. Ich mache höchstens 10%, aber allerhöchstens dessen, was ich normalerweise mache. Und diese, sagen wir mal, Enthaltsamkeit und diese leeren Orderbücher, die gipfeln halt dann in solchen Kursbewegungen wie in MTU oder Deutsche Bank oder Airbus oder auch Bayer. Beim Bayer war es ja so, die Zahlen waren nicht gut, keine Frage, aber dieses Cashflow-Problem, das ist wohl das, was dann eine Bewegung ausgelöst hat, runter bis 49 noch was. Ja, und dann drehst du dich rum und dann sind sie gleich wieder 52 Ungrad. Und das ist das, was es so schwierig hier macht momentan. Und wir sind ja, der DAX liegt ja vor euch, wir sind ja hier seit Mitte April in dieser Seitwärtsrange. Und ich glaube, der Markt macht das nicht mehr lange. Ich rechne also innerhalb kürzester Frist mit einem Über- oder Unterbieten. Ich kann aber beim besten Willen noch nicht sagen, wo lang. Vielleicht merkt ihr das bei euch auch, diese kleine dünne Linie hier, das ist die 16.230. Wenn wir darüber gehen, mit dem Stundenschlusskurs 16.250, kann ich mir vorstellen, ist die Lage so angespannt, dass mit den leeren Büchern im Hintergrund wir eine ganz schnelle Bewegung machen nach oben. Richtung 16.5, 16.6, 16.7 und zwar schnell. Richtig painful. Das kann aber auch, gestern hat die 20-Tage-Linie sehr gut gehalten, hier um die 16.000 rum. Kann aber auch genauso gut runtergehen und dann beschäftigen wir uns hier mit der 200-Tage-Linie. Also das ist unheimlich schwierig hier momentan zu sagen, aber ich meine zu bemerken, der Markt ist sehr, sehr angespannt und vor dem Hintergrund der leeren Bücher, der wenigen Orders, ist es relativ einfach, ihn schnell in eine Richtung zu peitschen. Und damit meine ich peitschen. ich finde es schwierig. Von der Technik her war positiv, dass wir gestern hier gehalten haben an der 20-Tage-Linie. Das war auch das Low von diesen beiden Tagen hier. Wann war denn das? Das war der 17.07. und der 13.07. Wir sind über die moderne Sichtweise weiterhin negativ über das MACD. Und wir haben noch kein bestätigtes, aber ein angehendes Verkaufssignal über den Oszillator. Trotzdem ist diese Linie hier, ich mache sie mal größer, für mich schon recht wichtig. Bei mir liegen Stops, ich bin ja auch ein bisschen short, bei mir liegen die Stops auch so um die 16.250. Da muss ich zumachen. Und dann hoffe ich nicht, dass sowas passiert oder sowas im Sinne von mal hoch und dann gleich wieder runter. Das löst nämlich dann solche Bewegungen hier aus. Ich halte es für echt schwierig, hier momentan was zu sagen. Von der Technik her ist er bei mir nach wie vor ein bisschen angeschossen. Ich rechne grundsätzlich weiter mit fallenden Kursen. Aber ich muss ihm konzedieren, er hält sich hervorragend. Auch das, was er gestern Abend dann nochmal gemacht hat, hier von der 16.000 hoch auf die 16.150. Der DAX lässt sich alle Optionen offen. Muss man wirklich so sagen. Ich darf jetzt also hier nicht stupide dagegen anfixen. Das geht schief. Meistens geht sowas schief. Ich habe auch die Scheine so gelassen, wie sie waren. Da komm her. Wie sie waren, das sind die gleichen. Ja. Ändert sich lediglich hinten hier der Hebel ein bisschen. Und das kann durchaus sein, dass so ein 16.717er mal relativ eng wird. Genauso wie der 15.341er. Müsst ihr mal kurz den Film anhalten, habt ihr die Kennnummern? Also,
Ich glaube, der Markt lässt sich das so nicht mehr lange bieten, diese lange Seitwärtsrange hier. Wir werden die über- oder unterbieten und er hat zu beidem die Chance oder auch das Risiko. Ich finde es schwierig. Ich halte mich nach wie vor ziemlich zurück und der muss sich entscheiden und erst dann mache ich mit. Vorher da zu spekulieren, ist schwierig. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fertig Beute. Bye bye.